Keine 10 Meter vom Strommast entfernt schwebt der Hubschrauber, während die Freileitungsmonteure unter ihm ein Seil in die Kabelführung legen. Was hier gebaut wird, ist Bestandteil eines großen Bauprojektes. Der Ausbau des Hochspannungsnetzes für die Energiewende in Schleswig-Holstein. Die alten 220.000 Volt Leitungen sollen durch neue 380.000 Volt Leitungen ersetzt werden, um die knapp 6.000 Megawatt in Schleswig-Holstein erzeugte Windenergie transportieren zu können. Drei neu gebaute Trassen sollen das erledigen. Die sogenannte Mittelachse ist eine von ihnen. Eine besondere Herausforderung beim Bau ist die Überquerung des Nord-Ostsee-Kanals. Jetzt aktuell ist es so, dass wir dieses Provisorium errichten. Dieses Provisorium wird vermutlich irgendwann im September in Betrieb gehen. Und dann werden die Bestandsleitungen umgeschaltet, jeweils aufs Provisorium. Wir werden ungefähr 18 Hubschrauber-Einsätze haben, weil wir 18 Mal hier rüber müssen. Es werden die ganzen Vogelschutzmarker, die Flugwarnkugeln noch eingeflogen. Also es ist enorm viel auf enorm engem Platz. Ich beschreibe es mal in kurzen Worten. Wir brauchen hier eine Freileitung auf einer Tischtennisplatte. In über 70 Meter Höhe ziehen die Männer zunächst ein Kunststoffseil. 400 Meter weit, einmal ganz über den Nord-Ostsee-Kanal. An diesem Seil wird ein Stahlseil über den Kanal nachgezogen. Erst im letzten Schritt werden über das Stahlseil die Stromleitungen an das andere Ufer gebracht. Höchste Konzentration wird hier von allen Beteiligten verlangt. Jede kleine Störung kann hier katastrophale Folgen haben. Sie stehen da oben, es ist sowieso windig, der Mast bewegt sich an für sich selbst, er hat noch keine Beseilung drauf, das heißt im Moment schwankt er um die eigene Achse in alle Richtungen, der rotiert, nennen wir es mal vorsichtig so. Und jetzt kommt noch der Faktor Hubschrauber, schlechtes Wetter dazu. Dieser Wind drückt enorm, Sie haben auch die Lautstärke oben vom Rotor, es ist halt insgesamt ein enormer Druck, Luftdruck von oben runter. Etliche 1000 Volt führen die nebenstehenden Leitungen. Auch ohne Strom muss so ein Manöver mit größter Vorsicht angegangen werden. Die Leitungen selber muss man respektieren, dass sie da sind, also nicht respektlos umgehen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir sind relativ häufig dafür unterwegs im Jahr. Also wir erfüllen schon sehr, sehr viele Aufgaben in dieser Hinsicht und dadurch haben wir ein gutes Training. Ansonsten ist das für Piloten, die das erste Mal machen, schon eine sehr, soll ich sagen, sehr fragwürdige Aktion, weil man ja doch in irgendeiner Form gefesselt ist mit dem Seil. Man hat zwar immer die Möglichkeit abzuwerfen im Bedarfsfall, wenn es brennt. Aber dieses Gefühl, dass der Hubschrauber leicht gekippt immer dort zu fliegen, ist natürlich für die meisten schon sehr unangenehm und viele mögen und können das nicht. Deswegen ist die Auswahl an Piloten, die das machen können, extrem gering. Von Hamburg Nord bis Flensburg. Knapp 150 Kilometer lang wird die Mittelachse bei ihrer Fertigstellung sein. Voraussichtlich bis September 2020 wird ihr Bau noch andauern.